Hallo liebe Pokéfreunde, Ubito wieder hier und mit dem Team bin ich eigentlich ganz gut wieder hochgekommen. Stehe knapp bei 2,7, 2 Sets habe ich heute noch. Aber ich glaube, Legend wird in Meisterliga Premier leider nichts. Ja, die Frage ist, ob es diese Season überhaupt mit Legend was wird. Ich gebe natürlich noch mein Bestes, das zu erreichen. Aufgeben ist hier nicht. Gibt's auf meinem Kanal nicht, aber es wird eng. Gerade wenn sowas hier auftaucht. Ich gehe aber hier gleich in Garados. Egal. Ich schütte hier nicht. Mondgeweiht überlebe ich. Genau. Okay, er kommt. Wobei, die Säusestimme überlebe ich, glaube knapp. Und wenn ich zweimal Nassschweif rausballere. Okay, ich überlebe es nicht. Okay, ich hätte eigentlich gedacht, dass gerade das vielleicht das gerade so überlebt. Na, dann ärgerlich, dann hätte ich doch schön müssen. Aber gegen Monetigo macht das viel nichts. Ja, ich hoffe, es kommt eine Säusestimme. Eine Säusestimme kriege ich fit. Ja. Ja, ich muss jetzt schön. Okay, er schildert nicht mal. Mal sehen, ob er jetzt schildert. Die Attacke ist nicht angekommen. Na, jetzt kommt das Schild. Ja, ich verliere den Kampf eh. Ich glaube, ich gehe hier mit der Energie raus. Wobei, wenn. Na, ich kann nicht runterfahren, ne? Ich kann knapp nicht runterfahren, glaube ich. Ja. Das Gellokrog müsste einsetzen, weil sonst komme ich nochmal zum Spuckball. Das Vieh ist weg. Okay, er setzt ein. Perfekt. Ja, ich glaube aber nichts, dass ich noch was besiegen kann. Hinten. Außer mit Boost vielleicht. Ja, wäre es jetzt Boost gewesen. Ja, er braucht nur auf die Attacke gehen, ja. Ich überlege gerade, ja. Fee vorne. Okay, er hat den Eissieb. Ja, das wäre alles machbar gewesen. Ja, ich hätte aber, glaube ich, Dings nicht runterfahren können. Ich hätte es eigentlich versuchen müssen. Weil Gleichstand gewinne ich gegen Skelecrock auf jeden Fall mit Monetigo. Das weiß ich. Okay, dann hätte ich den Spukball noch. Wahrscheinlich oder knapp vielleicht. Ja, doch, wenn ich runtergefarmt hätte, hätte ich das auch gegen hier Epitaph geschafft. Dann hätte ich den Kampf sogar gewonnen. Naja. Okay, ja, Relaxo nehmen wir hier gerne. Du bist nicht Krypto. Was schön ist. So ein Nahkampf wäre hier manchmal auch nicht schlecht drauf. Sag ich so, wie es ist.
Ein Wutanfall überlebe ich. Erdbeben überlebe ich auch. Body Slam sowieso. Na, jetzt könnte es vielleicht mit Wutanfall knapp werden. Ah, das ist nur Body Slam, okay. So. Okay, Galaxus ist weg, das ist schön. Und hier kriege ich noch einen Spukball raus, das ist noch schöner. Das ist einfach Doppelcharme. Oh, sehr schön. Ja, ich gehe hier rein. Staloror! Und der Gegner gibt auf, sehr schön. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Ich weiß schon, warum ich in Monetigo reingegangen bin. Den hübschen Feenkiller. Na komm. Komm ab. Hier. Ein Steinhagel hätte ich nämlich durchkommen lassen können. Also durchlassen können. Komm hier ab. Komm ab. Schnee. Hier, hier. Ja. Monetigo ist gegen die Feen stark. Zwar nicht unbesiegbar, aber stark. Ja, das will ich auch hier lieber sehen. Garados wäre natürlich besser. Ich mache glaube ich wieder gerade den Fehler. Hallo. Ich muss eigentlich warten, bis er einsetzt, ne? Okay, er schildert schon mal. Komm, setz ein. Danke. Das Schweif ist okay. Wir gehen hier rüber. Knirscher werde ich jetzt nicht schilden. Den sollten wir einigermaßen wegstecken. Ja. So, mal sehen, ob er schildert. Nein, Larados ist weg. Oh, es lädt. So, ich muss die Wechseluhren runterticken lassen. Ich werde natürlich in mein Garados jetzt gehen. Das wird kein Felswerfer sein. Deswegen schäle ich nicht. Oh. Ja, egal was kommt, ich schilde jetzt. Auch wenn es jetzt eine besäuselnde Stimme ist. Ich schätze diesmal nicht. Ich hoffe, überlebe die Mundgewalt. Ah, ist eh nur eine solche Stimme, okay. Okay. Ja. Dann schilden wir jetzt. Jo. Hier Honja sollte weg sein. Perfekt. Genau. Garados hat geregelt. Sehr schön. Ja, wenn Feuer oder Garados kommt, muss ich eigentlich in Monetigo. Na schön. Na, ich hätte auch eben vorhin auf Nachtig gehen können als Ködern.
Hätte ich mir Energie gespart, aber ja, ist halt so. Ging sich ja zum Glück aus. Okay, Epitaph gegen Epitaph. Ich hasse es. Aber ich habe zum Glück Best Buddy. Und die meisten Schilden auch. Und er setzt den Gleichstand ein. Und ich weiß, dass ich nicht schön muss. Das ist das Schöne. Und die meisten gehen dann auch auf Nachthieb. Genau. Okay. Ja, da hätte ich jetzt gedacht, dass er versucht abzufangen. Aber wir haben den Schubball. So, jetzt setze ich ein. So, Gleichstand gewinne ich. Und Schiff. Oh, Spukball wäre hier noch wichtig zu schaffen. Ah, das müsste ich schaffen. Go run for shit. Okay. Sah zuerst aus, ob ich es schaffe. Das Gute ist, das Vieh braucht ewig bis zur Hydro-Pumpe. Ich lasse durch. Okay, ist nur solche Stimmung. Sehr schön. Weg. Oh ja, gut, dass ich. Er geht nicht auf die Attacke. Okay, er geht auf die Attacke. Okay. Hat er jetzt die Attacke zweimal? Das ist die Frage der Fragen. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er eben auf die Attacke geht. Er geht auf Spiegelsalve. Jetzt ködert er, ne? Jetzt ködert er. Ja, dann haben wir es verloren. Jetzt hat er Stromstoß noch. Ja. Ja, durch die Köder hat er es jetzt gewonnen. Schade, hätte ich es mal durchgelassen. Ja, das Vieh hinten ist noch ärgerlich. Ich überlege gerade, hätte Monetigo was Schilden gebracht? Nein, er hatte noch ein Schild, ne? Er hatte leider noch ein Schild. Das war das Problem. Ich hätte tatsächlich versuchen müssen, auf Garados abzufangen. Das wäre noch eine Option gewesen. Okay, Rihonior Führung perfekt. Nehmen wir. Was kommt rein? Diesmal gehen wir gleich raus. Schön nicht. Knirscher überleben wir, wissen wir ja. Und wir haben zwei Pokémon, die dagegen ankommen. Ja, einmal schild ich tatsächlich. Ich habe noch Gyarados. Also mein eigenes. Spiel für später. So, dann gibt es hier Spukball. Ja, das ist mir egal. Das ist mir vollkommen egal.
Ich werde hier nicht chillen. Auf keinen Fall. Na Scheiße, wo nehme ich? Schuss Garados. Mit Rihornia wird er nicht reinkommen, wahrscheinlich. Larados ist weg. Ich muss hier rein. Sehr schön im Gleichstand. Ja, ich werde schilden. Ah, das wird echt eng hier, der Kampf. Okay, ja, das verliere ich trotzdem. Breitseite wird reichen. Und dank den Servern, dass alles wieder hängt. Ja. Ah, schade. Schade, dass da noch ein Primarene hinten war. Ja, ich musste das aber so spielen. Schade. Na, leider wieder ein bisschen verloren. Naja, da. Latschen, genau. Nächstes Set. Ich hoffe, wir kommen über 2-7. Und ein 4-1 wäre es halt möglich. Aber das. Der Kampf ärgert mich, den hätte man definitiv gewinnen können. Ich überlege, womit ist er reingekommen? Mit seinem Garados. Ja, sein Garados war aber Feuerodem. Das war das Hauptproblem bei der Geschichte. Vielleicht sollte ich bei meinem Garados auch auf Feuerodem wechseln. Problem ist, da hast du auch dann erst recht keine Chance gegen Magnuson. Dragoran-Führung schwierig. Aber vielleicht respektiert ihr hier den IC. Eine Drachenklaue brauche ich nicht schön. Ich hoffe, er schildert. Okay. Dann gehe ich hier raus. Ja, hier komme ich auch auf Fokusstoß. Ich köder auch nicht. Genau deswegen. Ich werde hier aber auch nicht schilden. Er muss schon eine dicke Attacke werfen, um sie rauszunehmen. Genau. Wir lassen die Wechseluhr geschmeidig runterlaufen. Vier. Spooky gehört dir. Mal sehen, ob er es durchlässt oder nicht. Über. So, nicht schilden. Drachenklau überleben wir. Oh ja, nicht schilden war korrekt. Hier alles jetzt schilden. Hier einfach alles schilden. Mal eine Drachenklaue überleben wir noch. Und tschüss, perfekt. Okay, gut, dass ein Stalobor hinten war. Ich bin froh, dass ich die Drachenklaue einfach nicht geschildert habe. Steinhagel wäre viel schlimmer gewesen. Aber für sowas hätte auch ein Kaskadengarados sind, ne?
Die Hornia wären noch besser gewesen. Weil da hätte ich Nassstreif gehabt, bevor er sein Feldwerfer gehabt hätte. Ja, gut, dass er den Spukball durchgelassen hat. So, diesmal gehen wir hier auf Spukball. Diesmal spielen wir es anders. Diesmal will ich den Schaden haben. Ja, im Gleichstand. Okay. Ich würde nicht. Spukball macht schon Schaden. Der Drachenklaue leider auch. Okay, der Schilde, da hätte ich auch wieder Nachtzug machen können. Hier brauche ich nicht schön. Ja, hier machen wir wieder Fokusstoß-Action. Wie gesagt, der braucht wieder eine dicke Attacke. Ja. Na, mal sehen, ob er die dicke Attacke hat. Ja, hat er. Da dürfte er nichts anderes schaffen. Wichtig, Wechseluhr wieder runterlaufen lassen. Ah, diesmal habe ich natürlich weniger Energie. Schaffe ich zum Spukball? Das ist die Frage. Ja, ich muss schäden. Ja, ich mach diesmal Nachtdieb-Köder. Vielleicht schildert er nochmal. Ja. Das habe ich gehofft. Aktilas, ja. Das ist das Aktilas, leider. Ich muss schäden. Oh, der geht auf Body Slam. Ah, bitte überlegen. Ach, nee, der wird auf Lawine jetzt gehen. Body Slam hätte ich natürlich nicht geschildert. Lawine. Lawine, ja. Ja. Ich habe leider nur zwei Nassstreife. Nee, noch nicht mal, okay. Ja, manchmal zeigt er das falsch an. Okay, er hätte eh eine Attacke gehabt. Ja, Traumanführung ist schwierig. Traumran ist schwierig. Da wäre ich mal wieder auf Nachthieb gegangen, ne? Aber egal, wie man es macht, man macht es falsch. Ja, das Relaxo. War halt, ne? Beim Krypto-Relaxo wäre weg gewesen. Beim Fokusstoß. Wenn mir Krypto-Relaxo tatsächlich lieber gehen. Ja. Okay, schnell drüber. Die Karte haben ja eine gute Wahl gelassen. Gut, dass er rausgegangen ist. Hätte ja gar nicht machen müssen, glaube ich. Ja, Drachenlauer brauche ich nicht schön. Und ich weiß, dass ich einen Kraftkoloss überlebe. Also in der Range noch, genau. Ja, den müsste ich knapp überleben. Deswegen gehen wir auf Spukball. Okay, er geht eh auf Drachenklaue. Er will sich nicht abschwächen, verstehe. Boah, der schildert sein Drauran einfach doppelt, ne?
die lasse ich jetzt durch. Die muss, nächste muss ich schilden. Ja. Drauran ist nervig. Ach, klar. Ja, klar. Er fängt natürlich einen passenden Zeitmoment ab, ne? Gut rüber. Ich glaube nicht, dass er einen Wutanfall drückt. Genau. Abfangen kann ich auch, mein Lieber. Und er gibt auf. Perfekt. Perfekt, ja, er weiß, dass ich genug Energie habe. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Aber hätte er das schon verloren, weiß ich nicht. Ja doch, ich glaube, wenn ich geschildert hätte, schon. Wenn ich Garados jetzt den Wutanfall geschildert hätte, dann ja. So, Scorpion DM 1210. Hypotheros, oh, da wäre mein Garados glücklich. Wobei, der hat Gestein, ne? Ich gehe direkt auf Spukball, ich ködere nicht. Und geh. Ah, es ist dann gleich schon. Brandsand sollte ich einen überleben. Ja. Body Slam und Meteorologe kann das. Und das überlebe ich beides. Okay. Nein, wieder Brandsand. Okay, egal. Ich weiß, dass ich Meteorologe überlebe. Okay, Brandsand, okay. Er soll schön auf die Absenkung gehen, ich verstehe. Dieser Floor, okay. Ja, das habe ich gewonnen. Ich muss nur Epitaph schillen. Nur alles von Epitaph schillen. Ich weiß, dass es ein Nachttyp ist oder so, aber ich muss einfach nur alles schillen hier. Genau. Ich glaube, einen mache ich noch. Okay, das ist ihr Spukball. Dann mache ich zwei. Genau, Garados mit Energie habe ich auch noch. Er hier sollte jetzt weg sein. Genau. Okay, hat er jetzt aufgegeben. Ah ne, das war ein Gleichstand, den ich gewinne. Sehr schön. Und drüber. Knöschen wir dich hier weg. Sehr, sehr, sehr schön. Monetigo ist schon cool. Und wir sind positiv. Das heißt, ein Kampf noch gewinnen. Ja, dann kommen wir über die 2-7. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die Tage jetzt spielen. Als nächstes kommt ja dann die Hyperliga. Und danach kommt die normale Meisterliga. Ich gehe gleich in Mr. Kaskade. Ich gehe noch nicht in den Hardcotter.
Aber diesmal weiß ich, dass ich eine Mondquallen- und eine Säusestimme nicht überlebe. Okay. Das ist wild vom Gegner. Na, er muss schilden. Ja. Ja, ich weiß, das ist ja nicht schön. Pferdekräfte ist jetzt nicht so übel. Pferdestärke meine ich. Na, kommt er gleich rein? Oder wartet er noch? Na, ich gehe hierüber schon mal Energien sammeln. Er ist ja viel stärker, später rausgewechselt eigentlich. Ja, Stahlobohr ist gar nicht so schlecht, dass du hier einen Spukball abkriegst. Farme hier, glaube ich, einfach runter. Farme hier jetzt einfach runter. Das müsste eigentlich gehen. Hoffe ich zumindest. Ja, dadurch, dass er mir viel geschenkt, ja. Ja, eine Mundgewalt wird nicht reichen. Spooky kommt. Na, Mundgewalt überlebe ich locker. Also, was heißt locker, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Und hier war gut, dass die Wechselohren nicht synchron waren. Der Spukball sollte eigentlich auch reichen. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Monetigo wieder super Arbeit geleistet heute. Das mag ich. Das mag ich. Und nochmal ein 4 zu 1 hingelegt. Sehr schön. Mabula. Oh, bleib drinnen. Ja. Und wir kommen auf 2725, sehr schön. Also ich habe heute gut 100 Punkte gemacht. 103, um genau zu sein. Und zwar auch das letzte Set. Mal sehen, wie es morgen mit dem Team aussieht und übermorgen. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.